Herzlich willkommen zum Open Transfer Hausbesuch. Ich bin heute auf Stippvisite bei Franzi von Rhein-Flanke und freue mich sehr darauf, ein paar Einblicke in deine Arbeitsweisen in dieser ja doch recht merkwürdigen, turbulenten Zeit gewinnen zu können. Liebe Franzi, erzähl doch mal, wer du bist und was deine Organisation so Schönes macht. Ja, vielen Dank. Ich freue mich über den Hausbesuch in meinem Wohn- und Schlafzimmer. Und jetzt auch zurzeit Arbeitszimmer. Die Rhein-Flanke gibt seit 2006 zur WM gegründet und wie der Name schon sagt, hat es auch was mit Fußball zu tun, mit der Flanke, ging aus dem Straßenfußballprojekt hervor. Und mittlerweile ist es aber ein sehr großer Strauß an verschiedenen Bildungsangeboten, die aber immer den Sport auch nutzen und insbesondere für Jugendliche mit vermindertem Zugang zu Bildung und Ausbildung. Ziel ist es, sie fit zu machen für die Zukunft und auch insbesondere fürs Berufsleben. Das ging relativ schnell, dass man die technischen Tools nutzt, Videokonferenzen nutzt. Da haben wir auch geändert, dass es mehr auch einfach ein Update jedes Einzelnen ist, damit man auch mitbekommt, wie es den anderen geht, weil es einfach auch jetzt als Küchengespräch nicht so möglich ist. Und das Organisatorische vielleicht eher per E-Mail zu regeln. Wichtig sind uns dann auch so Momente, dass man eben in den Team-Chats auch mal nicht nur die Arbeit, sondern vielleicht, wie war das, war das Highlight der Woche oder gerade am Anfang, gebt doch mal einen Einblick in euren Arbeitsplatz, euren neuen. Ja, was könnt ihr den anderen so mitgeben? So ein bisschen die persönlichen Momente und sich vielleicht auch mal zum Feierabendgetränk oder zum digitalen Bingo spielen oder in der Mittagspause zu treffen. Eine schöne Routine hatte ich auch eine Zeit lang gemacht, mich mit einer Freundin, die Lehrerin ist, der auch quasi das Büro gefehlt hat, sich zu verabreden. Und ich besitze zwei Laptops, habe ich sie neben mich gestellt. Und wir haben einfach zusammen gearbeitet und es war super cool, weil man dann auch klar nochmal so ein bisschen disziplinierter gearbeitet hat und dann aber auch mal diesen Plausch zwischendurch. Pausen finde ich wichtig, auch das sich gezielt zu nehmen, auch mittags. Und so für den Abschluss finde ich teilweise sehr hilfreich, auch gezielt sich nochmal hinzusetzen und eine Runde zu meditieren. Mal wirklich Augen zu und Bildschirm weg, mal versuchen raus aus dem Kopf, weil man ist, bewegt sich einfach sehr wenig und da finde ich es umso wichtiger, wieder aus dem Kopf mal rauszugehen. Also als ein Träger, der offene Sportangebote macht, mit den Jugendlichen Fußball spielt, Tischtennis spielt, Beratung macht, war das erstmal ein großes Schlucken, so was sollen wir jetzt tun? Das Schöne war, dass da keine Schockstarre passiert ist, sondern total schnell super viele Ideen entstanden sind. Chatrooms, digitale Spielsessions, ne, auch das, was eben sonst in den Jugendtreffs passiert ist. Zocken und ja, das passiert auch. Da gibt es auch verschiedene Anbieter. Es passieren auch digitale Nachhilfestunden über unsere Schulprojekte und, nein, das ist natürlich der größte Punkt, Sport. Das machen viele andere auch, aber wir haben eben auch angefangen, Clips zu machen, Challenges zu machen, kleine Sportsessions und die eben auch über Social Media Kanäle zu verbreiten. Ich bin ein optimistischer Mensch und glaube daran, dass alles wieder gut wird. Das hilft mir im Moment, einfach so eine optimistische, positive Grundeinstellung. Für uns persönlich, auch als Rhein-Flanke, macht mir auch Mut, dass es jetzt neue Formen gibt, auch Spenden zu sammeln. Es gibt da coole neue Formate im digitalen Bereich. Letzte Woche gab es ein Charity-Format in Köln, Fit Köln, der Stadt Köln. Die machen auch Sport at Home und suchen sich dazu lokale Prominente und wir haben einen Pfarrer, der auch bekannt ist, dafür motivieren können, ein Workout in der Kirche zu machen. Das wurde gestreamt, der hat dabei für uns zum Spenden aufgerufen und sowas finde ich total klasse. Ein Workout vorm Altar und ein Pfarrer, der Sit-Ups macht, fand ich großartig und ich bin mir sicher, das hätte es jetzt ohne diese Krise bestimmt nicht gegeben. Daher, glaube ich, entstehen einfach auch viele tolle neue Sachen.